Ich könnte jetzt mich auch mal fallen lassen. Das hat, glaube ich, auch jemand vorgeschlagen, um mich dann wieder festzuhalten, weil es ein bisschen schneller geht. Aber das traue ich mich nicht zu. Weil ich werde eh sterben. Das wisst ihr. Also ich kann es mal kurz demonstrieren. Ho, 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 ho. Okay, es geht wirklich schneller. Gut. Würde ich sagen, springen wir mal in unser Verderben, oder? Ja, komm, machen wir. Kriegen wir auf jeden Fall einen Plan. Ist ja irgendwas, was mich töten kann? Nein. Girolimo! Flusch! Ah, okay, hier waren wir tatsächlich schon mal. Da bin ich auch ganz nach unten extra nochmal geschwommen. Das ist sogar ein guter Weg, weil ich glaube, hier müssen wir eh hin. Ah, hier sind wir jetzt, alles klar. Können wir nämlich einmal schön den hier machen. Dann kommen wir jetzt nämlich durch die Abkürzung hier durch. Siehste? Und genau, hier müssen wir da jetzt lang. Dann bei den Ventilen. Oh mein Gott, wo bin ich denn zuerst hingelatscht? Ich laufe gerade zurück. Hey, warte mal, warte mal. Okay, ich habe mich verlaufen. Mein Fehler. Flo-Fehler. Oh, habt ihr gesehen? Ich habe gerade wieder einen kurzen Staubsauger gespielt. Passt ja zu Frau, ne? Da muss ich hin. So, sorry. Rechts muss ich, glaube ich, lang. Da war, glaube ich, der Schlitz für die rote Karte. Ist das korrekt? Nein. Ist das korrekt, habe ich gefragt. Tatsächlich nicht. Okay. Jetzt in so, solchen Stellen so eine Sprintfunktion zu haben, wäre echt nice. Schirpo. Schirpo. Also das Level gefällt mir eigentlich bisher auch eigentlich ganz geil. Also besser als jedes von Venedig. Also auch von der grundsätzlichen Idee her. Hier ist auch nicht ganz so viel Geballer wie in anderen Stellen, ne? Jetzt auch wieder ein bisschen Köpfchen gefragt, ne? Schön anspruchslos damit. Oh mein Gott, was habe ich gerade noch gesagt? Damit mein Kopf dann auch noch hingekriegt. Als... Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns? Okay, geht doch. Gut, vielleicht sollte ich doch mal in Erwägung ziehen, mal so ein Medipack zu fressen, oder? Ja, komm, ich krieg ja noch mal ein kleines. Dann kann ich auch mal eins investieren. Nun. Oh, jetzt wieder die Frage, wo soll ich hin? Ich glaube, ich habe gerade volle Kanne geschmatzt, ne? Ich habe gerade so ein bisschen... ein bisschen Pappmaul. Ein fetter Kanister. Oh, siehst du da unten? Der Tod. Gut. Weiß ich schon mal Bescheid. Ja! Das war auch knapp, ne? Den jetzt abspeichern. Ja, 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 ja. Ich weiß schon, was ich tue. Und das war gelogen. Ich kann es auch noch nicht so gut erkennen, womit ich interagieren kann, wo noch nicht. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Chip! Chip, 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 chip. Ich glaube erstmal, was der hier hinterlassen hat. Was ist das denn? Oh, Shotgun-Munition. Schön. Kann ich wieder was verschieben? Drücken! Drücken! Einfach immer weiter verschieben. Warum kann ich nicht weiter drücken? Ziehen kann ich auch nicht. Weil Ding hier im Weg ist. So. Moment. Erstmal fresse ich ein Medipack. Wie viel gibt das eigentlich her? So mehr als 50%, oder? Mal gucken, wo ich mich auch wirklich festhalten kann. Da. Ah, okay, ich muss den Schein mal. Den Stein wahrscheinlich da hinschieben. Damit ich jetzt von hier aus weiterdrücken kann. Und draußen ist, glaube ich, ein Motorrad unterwegs. Oder 12. Na, ah, wie geht das denn nicht? Dann ziehe ich den hier raus. So. Das geht von mir aus auch. Also bedeutet auch, dass direkt dahinter was anderes liegt. Also würde ja gar keinen Sinn machen. Weil. Hätte ich hier gar nicht nach hinten schieben müssen, hätte direkt dahin lang gehen können. Jetzt ist der Weg frei. Schön. Oder soll ich jetzt hier runterballern? Okay, ihr hört es auch, ne? Das ist auch ein Auto. Oh mein Gott, ist das laut. Vom Vom. Flimmity Vom Vom. So.
A never ending story. Ah, okay, vielleicht kann ich da irgendwie weiter nach oben. Manchmal sind die offensichtlichen Wege die, die ich nicht sehe. Eigentlich immer. Tada! Und? Ja, es funktioniert sogar. Uiuiui, okay, Moment. Aber ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott! Dankeschön. Mach einen Handstand. Dankeschön. Also der Flow ist gerade meiner Meinung nach, ne, ganz in Ordnung. Ich formuliere es extra bewusst vorsichtig. Extra und bewusst vorsichtig, ja, ja. So bin ich. Aha. Aha. Eine Shotgun. Ich will trotzdem gerne mal eine andere Waffe finden. Weil jetzt habe ich mir vorgenommen, okay, Dennis, die Zuschauer haben recht, du kannst ruhig mal die andere Scheiße benutzen, ne, wenn du schon so viel am Rumballern bist. Jetzt finde ich die Sachen leider nicht. Ich hoffe, ich übersehe die nicht. Das wäre echt uncool. Jetzt habe ich ja nur mein Harpünchen. Was ist da jetzt passiert? Ich habe es nicht erkannt. Tut mir leid. Also, da war so viel zu sehen, ne? Ich habe es nicht gesehen. Oh, eine grüne Karte. Nö. Nee. Kann ich hier noch irgendwas machen? Irgendwas kaputt. Oh. Mhm. Zerstörst mit deinem Arm! Alter! Habt ihr gesehen, wie verpixelt das ist? Geil. Gefällt mir. Okay. Also, was hat mir das jetzt gebracht? Ja. Ich mach das mal nochmal. Ich guck mal, ob ich da irgendwas sehe, was sich da tut. Ich sehe da... Ah! Ha, ha, ha. Das Becken ist befüllt. Die hätten ruhig mal ein bisschen Animation beim Wasser machen können. Ich dachte, die Rohre gehen da direkt rein. Wenigstens so zwei Sprites wie beim Wasser, das ist dann einfach so aus, als würde sie da irgendwas tun. Von wegen, Achtung, Dennis, hier ist Aktivität. Schau es dir genau an. So, da ist das nämlich. Ich schau mir das Wasser gleich nochmal genauer an. Tada! Uiuiuiuiui. Komm, ich wag's. Ah, cool, so kann man das, das harte Hinfall umgehen, das ist nett. Achso, das ist, ich dachte, das ist tatsächlich, dass die Rohrenenden das Wasser darstellen soll. Aber es ist tatsächlich nur das Metall. Aber wie schnell es auch voll war. Okay. Gut, wir können nach rechts oder wir können hier lang. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich lang möchte. Ich glaube, ich gehe erstmal rechts rum. Heia! Er will sich verarschen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Gut. Ah, geht also doch. Schön. Das ist schon mal gut, dass wir zuerst einen Schalter finden. Das gefällt mir. Aha. Gut. Schön. Was war da jetzt für eine Falltür, du Ochse? Dann kann ich auch hier was machen. Nicht hinfallen, Lara. Nicht hinfallen. Nicht anfassen. Soll ich mal wieder speichern oder was? Ich weiß nicht mehr genau, wann das jetzt das letzte Mal war. Und dann ist hier auch nicht allzu viel Gefahr. Was bedeutet, die müsste jetzt eigentlich bald wieder kommen. Ah, natürlich passt du da nicht durch, ne? Schau ich das an. Egal. Gut, dann suchen wir halt erstmal den Schalter. Dann ist es halt so. Also jetzt zurück. Pfusch. Wir können uns hier eigentlich nochmal umgucken, ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwas rumfleucht. Nope. Leider nicht. Leider nicht. So. Warte mal. Wo war denn jetzt hier nochmal was? Ah, ich muss ein Stück zurückgehen, glaube ich. Und dann komme ich jetzt wieder in den Raum rein. Was hier? Hier war doch irgendwas in der Nähe, oder? Nicht? Oder war es doch schon der Raum, den ich denke? Moment. Sorry, ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen verwirrt. War da vorne nicht auch noch so ein Raum? Ja, so weit bin ich nicht zurückgegangen. Ups. Da muss ich nochmal Luki Luki machen.
bitte. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Ich häng fest. Das ist leider kein Scheiß. Oh, mein Gott. Ich liebe dich, Lara. Speichern. Weil ich wie so eine Scheiße, ne? Neu laden muss. Das wäre nicht cool. Okay. Kurz überlegen, wie kam ich denn... Hier war doch auch noch in der Nähe so ein Kontrollraum, oder nicht? Bin ich jetzt total madig. Eine Banane. Vielleicht täusche ich mich hier, aber ich... Bin mir jetzt aber gerade wirklich nicht so sicher, ey. Eieiei. So, wie war erstmal nicht so noch aus? Das heißt, ich muss dann vielleicht doch weiter zurück. Aber wo war denn so ein... Mit der Klappe und so. Ja, hier ist wirklich nichts. Tja, dann täusche ich mich wohl. Oder habe ich hier mit dem Stein blockiert? Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Was war denn da oben? War da oben der Kontrollraum? Moment. Das könnte sogar hinkommen. Heia! Oh, das Alarmgeräusch macht mich langsam echt kirre, ne? Einmal bitte hoch. Das reicht! Nochmal zurück. Und nochmal... Na? Hui. Ja, nach links hättest du es nicht gemusst. Ich merke mal, wie ungenau mein Steuerkreuz mittlerweile ist. Also schon richtig gut durchgenudelt von den ganzen PlayStation 1 Sessions, die ich hier gemacht habe. Ah, okay. Hier ist es, ja. Was schreien die Kinder draußen rum? Was soll das? Okay, machen wir den hier und... Zack. Ein bisschen aus nach Gummizelle, ne? Oh, oh. Sieht erstmal ungefährlich aus. Keine Gefahr. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt gelandet? Oh mein Gott, okay. Und liegen auf jeden Fall Sachen. Und da ist ein Gegner, oder? Da sind mehrere Gegner, ja. Ich möchte nicht runter, echt nicht. Oh, das wird hier auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Boah, so viel Wasser. Boah, wird mir schlecht. Ich mag das nicht. Ich will erstmal wirklich gerne den oberen Bereich einmal komplett cleanen. Oh ja! Oh, die kniften raus! Okay, dann muss ich jetzt auf den springen. Sollten wir hinbekommen. Oh ja! Quietsche die Quietsch. Hab's gewillt. Können wir direkt gegen die Wand springen, sollte eigentlich ausreichen. Scheiße. Da ist keiner. Gut. Shit, okay. Der Sprung wird... Der wird lustig. Da speichern wir doch mal lieber ab. Fuck. Ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, wieder hochzukommen, wenn ich einmal runtergefallen bin. Nein! Doch! Ich will So. Ja, bitte. Ja, bitte. Danke! Fuck, wir haben ja schon 9:30. Also bis 10 wollte ich noch eigentlich. Oder könnte ich noch. Und tschüss. Ui. Ja, da muss ich einfach. Ich muss mich treffen lassen. Ist einfach so. Aber war ich ganz in Ordnung. Kann man mit leben. Mit dem Schaden, den ich genommen habe. Jetzt komme ich noch nach da hinten. Aber gehen wir auch mal hin. Oh ja! Ah! Was zum Teufel ist da gerade auf mich zugeflogen? Was war das? Taucher. Moment. Ja, natürlich geil. Oh, bist du Kapotski? Aber schade, ne? Du brauchst was für den Kopf, und zwar meine Patronen. Alles klar, schön. Das heißt, von hier, also hier käme ich wieder hoch. Muss ich dann auf jeden Fall erstmal finden, wenn ich mal jemand runterfallen sollte.
So wie es jetzt fast der Fall gewesen wäre. Okay, okay. Und du hast was Schönes für mich, ne? Ein Raketenwerfer. Na, sieht das Shotgun oder was ist das? Aha. Ach cool, die Shotgun wieder. Schön. Ich hab schon mal eine von meinen Waffen wieder zurückgekriegt. Nein! Okay. Naja, wenigstens muss ich jetzt keine nichts mehr befürchten, damit ich jetzt hier irgendwas trifft. Scheiße. Also irgendwo lag hier auf jeden Fall was rum. Das weiß ich noch. Soll ich mir gerade mein Auge kratzen? Oh mein Gott. Das Schlimmste ist, glaube ich, weil das wird... Ui, Entschuldigung. Das wird so eine lange Kletterpassage werden, ne? Ich muss jetzt erstmal wiederfinden. Oh no, oh no. Da hinten war das eigentlich, meine ich. Oder? Müsste eigentlich hier gewesen sein, ja. Ich habe doch keine Lust, mich jetzt erstmal umzuschauen. Guck lieber von oben nach unten. Weil unter Wasser kann auch was sein. Ja, komm, scheiß drauf. Wir gucken uns das hier erstmal doch um. Einmal bitte tauchen. Vielleicht ist hier auch noch ein Schalter oder sowas, ne? Das kann ja alles sein. Ich hätte nur Angst, dass hier jetzt noch irgendein Gegner kommt. Aber ich befürchte, beziehungsweise vermute vielmehr, dass wir hier schon alles geknallt haben, was wir knallen können.